Kriegt jeder Gas, kriegt das, also ich schwör's euch, jeder. Das ist ein Penner von der Straße, der hier hinkommt, eigentlich schnurren wollte. Und kriegt sein Brot dazu. Meine Lieben! Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir sind mitten in Hamburg am Steindamm schon wieder. Gestern gerade ein Video rausgekommen, habe ich gerade gestottert, ja, ne? Genau hier nebenan, aber egal, wir testen heute, wir machen Ländervergleich. Libanesisch gegen Türkisch. Direkt gegenüber sind zwei wirklich, man spricht in Hamburg von wirklich guten Adressen für, ja, orientalisches Essen, sage ich mal. Und wir machen den direkten Vergleich. Wir gucken natürlich zwei Gerichte, die vergleichbar sind und gucken zum einen, wer ist besser, aber auch, wo sind die in der Unterschiede überhaupt? Die werde ich euch sagen. Moin, Kollege. Alle freuen sich, dass ich hier mit Kamera bin. Ja, wir werden jetzt den Eric holen. Eric macht die Aufnahmen heute. Und dann werden wir, bam, ab zu Lamira erstmal. Ne, wir holen erstmal zwei Karten von da drüben. Von beiden Restaurants, da gucken wir erstmal rein. So, Eric haben wir kurz getroffen. Hey, was geht? Was geht ab bei euch? Was macht ihr hier? Ahmed ist gerade ein, zwei Mal verhindert nur. Ich weiß, ihr werdet bestimmt Ahmed vermissen. Haut unbedingt in die Kommentare rein, was für Vergleiche ihr euch noch wünscht. Und darauf gibt es auch einen 50-Euro Gutschein. Aber einen saftigen. Aber einen richtig saftigen. Einen ganz saftigen 50-Euro-Gutschein. Den hau ich random in die Kommentare rein, pinne ich an. Haut den rein. Mein Brudi. Geht's dir? Was geht denn da, ja? Durch dich kenne ich die Besten. Dönerläden in ganz Deutschland. Geil, man. Hast du welche probiert? Kurtulan, hier. Kurtulan. Genau, da war ich. Er hat auf jeden Fall Ahnung. Und darf ich jemanden grüßen? Ja, ja. Ich grüße Ibrahim Kutlu. Geil, Mann. Geil, Mann. Freut mich, das zu hören von dir, ja, Mann. Safe, safe. Dankeschön. Ja, viel Spaß. Vielen Dank. Schönen Tag dir noch, ne? Ciao, ciao. Also der Plan ist, Leute, wir sind jetzt bei Lamira, der Syrer. Wir werden uns jetzt hier eine Karte holen und drüben. Und dann werden wir geil rausgucken, was wir beide für Gerichte nehmen, die nahezu identisch sind. Nur halt auf deren nationale Weise, sage ich jetzt mal, zubereitet. Eine Karte haben wir jetzt am Start. Wir gehen jetzt mal einmal rüber und dann vergleichen wir. So Leute, der erste Vergleich und die erste Runde startet. Wir testen bei beiden Restaurants die Lammspieße und die Hähnchenspieße auf ihre nationale Weise zubereitet und starten jetzt hier mit der Türkei. Hey Leute, jetzt die Hölle los, Mann. Das heißt viel Gutes, ne? Ein Bein, weißt du? Ah, okay, beide kurz ein, Jungs. Perfekt. Er weiht seine Kollegen ein. Hier ist die Hölle los. Wir haben hier unsere Karte und jetzt werden wir hier, guckt euch das mal an. Viele Arbeiter, gute Arbeiter. Ordentlich was los ist hier. Ja, richtig was los ist hier. So, den ersten Vergleich habe ich schon mal. Wir versuchen aber noch irgendwas anderes mitzunehmen. Adana. Beziehungsweise hier natürlich Kebab Lamira. Pikante Lammhackspieße mit Mozzarella, Pinienkern. Dazu Salat, Hummus, Baba Ganoush und Sumak Petersilie Pita-Brot. Und hier gibt es halt den normalen Adana-Spieß. Am Ende des Tages ein Hackspieß und wir gucken, wo der Unterschied ist und welcher besser ist. Viel Spaß bei Runde 1. Runde 2 verrate ich euch auch schon. Da werden mich die Nationen mit ihren Hackspezialitäten überzeugen. Türkei geht mit Adana an den Start und Syrien mit ihren Lammkebab. Du bist der Sohn vom Chef, ne? Ja, vom Chef, ja. Okay, geil. Sag mal ganz kurz, was haben wir für Soßen hier? Aubergine-Paste ist sehr gut. Ja. Einmal Cocktailsoße. Cocktail, ja. Einmal scharfe Paste und einmal Tzatziki. Ist das hier Lammspieß? Ja. Und das ist einmal Hähnchenspieß. So Leute, Länderduell geht los. Syrien gegen Türkei, hier in der Türkei am Start. Das Länderduell. Soßen hier, die muss ich eigentlich alle einmal zuerst einmal snacken. Mm. Ja. Wir machen nämlich auch natürlich auch einen Vergleich von den Soßen. Da drüben die Soßen, hier die Soßen. Was bieten die an und was sage ich dazu? Welt-Auberginen-Paste, Welt. Schön sahnig. Ganz sahnig. Echt, die Flash mit direkt wirklich sehr Lammspieß. Ich finde immer sehr wichtig bei diesen Grillgerichten. Du musst merken, dass das Ding vom Holzkohlegrill kommt und nicht irgendwie vom Gas oder sonst was. Das merkst du. Das ist schön durchgezogen, schön rauchig. Soll wirklich eine gute Adresse sein hier in Hamburg. Bisher bestätigt sich das. Guck mal hier zum Beispiel mal auf dem Teller der Salat. Schön angemacht. Ich vermute, ich kenne das. Das wird so ein leicht zitronig, süßes Dressing da drauf. Das ist dieses hier an der Seite. Dazu haben wir natürlich auch noch hier einen Joghurt, sag ich mal. Naturjoghurt, dumpfer Joghurt zu dem deftigen Fleisch. Geil, frisch, schöne Zwiebeln.
schöne Kräuter noch drauf, auch geil. Und wenn du ein Mann bist, nie auch zu vergessen, das Brot, schön weich, Kümmel oben drauf. Das muss ich hiermit auch noch machen. Dieses Ding ist Weltmann. Diese Soße, Leute. 9,7. Ganz glatte 9,7. Starkes Tzatziki auch. Also wirklich, ich sag's euch, stark, der Laden. Cocktail, sehr ketchup-lastig. Aber lecker. Und natürlich, Leute. Ich zeig's euch nochmal für euch. Stück Brot. Rein. Esme. Das Zünglein an der Waage beim Türken. Geht zum Türken, fragt, ob ihr einmal einen Löffel Esme probieren könnt. Wenn der geil schmeckt, wird der Türke gut sein. Alte Weisheit, die hat mir schon mal ein Opa gelehrt. Ich schwöre euch, Leute, top, ist wirklich richtig gut. Leichte Süße auch da drin. Nicht bitter, viele sind bitter. War Meister am Werk, ich schwöre. Beim anderen Teller ist alles gleich, deshalb müssen wir nur das Hähnchen einmal bewerten. Schöne Röstung auch, Leute, schöne Röstung drin. Ich denke mal, habt ihr gesehen. Verdammt stark, Leute. Ihr müsst heute nicht so lange auf die Bewertung warten. Kriegt die Bewertung von den Gesamtgerichten. Gleich schon drüben, wenn wir das andere Gericht essen. Dann denke ich mal, hauen wir noch eine zweite Runde rein, halt mit den Lammspießen. So, wir sind ja auf Yalla Rito. Yalla Yalla Basis. Jetzt kommt das gleiche bei La Mira einmal. Bin echt gespannt, Mann, ob die mithalten können. Boah, das wird schwer, sehr schwer. Aber die Anrichtung und so bin ich auch gespannt, ne? Alleine so Optik und wie die das gestalten und so. Gucken wir mal. I fuck with these red guys, dripping on and she bad times. Taking a bad bird ass, I think she in love with my cat size. Put it up all like bad boys, been giving up cash, please. Oh, von der Anrichtung, Leute, wie es anders nicht hätte sein können. Komplett anders, komplett anders. Und jetzt werden wir ans Essen rangehen. Bin gespannt. Schlag mir erstmal die Soßen ran. Geschmacklich wie Tzatziki, aber so von der Konsistenz ein bisschen Frischkäse. Touch hat das auch. Leckere Knoblauchcreme. Hier haben wir nochmal Hummus, wenn mich nicht alles täuscht. Sowohl die Knoblauchcreme als auch das vom Salz her ganz hart an der Grenze gearbeitet, aber absolut tragbar. Ne? Zu viel hätte nicht sein dürfen. Leicht schwächer als drüben. Brot auch jetzt im Vergleich, Leute. Drüben zwar natürlich auch basic, aber einfach so, wie es sein soll. In Perfektion beinahe, würde ich sagen. Das hier ist irgendwie fast lieblos ein bisschen. Fokussiert er? Ja. Das Hähnchen, Leute. Da habe ich nicht mit gerechnet. Bin überrascht, Leute. Ich habe nicht mit gerechnet. Das schmeckt wirklich heftig. Erstmal kam ein Gewürzkick. Dieses krass orientalische, wisst ihr? Ich konnte gar nicht greifen, genau, was für Gewürze. Auf jeden Fall habe ich gerade noch mal auf so ein Körtchen Kardamom gebissen. Habe ich noch nie auf Hähnchen gehabt. Geil, aber. Ein Stückchen war dabei, das war ein bisschen trockener. Dann hast du aber wiederum hier auch welche drauf, die sehr saftig sind. Habe ich nicht mit gerechnet, Leute. Ehrlich, das wird ein knappes Ding, Mann. Das Einzige, was ich zu den Pommes sagen kann, hätte ich vielleicht andere genommen. Die sind nicht so optimal und die sind sehr trist. Intensiv starke Säure im Salat. Also, so viel kann ich euch sagen. Du müsst das Gesamtpaket nehmen. Und zum Schluss ist ein ganz hartes Rennen zwischen dem Fleisch. Aber wir bewerten das Komplettpaket. Da muss natürlich auch müssen die Pommes stimmen. Da muss alles stimmen. Lamm noch dazu. Das ist jetzt das Zünglein an der Waage. Ich bin echt am Straucheln hier, Leute. Also zum Schluss, ich sage es euch schon so, könnten die Pommes das sein, was einkackt. Weil wenn du es anbietest, muss es auch gut sein. Da scheißen sie ein. Drüben klar besser. Viel zu stallig. Es war ein ganz enges Rennen, Mann. Es war ein ganz enges Rennen. Aber da kacken sie leider ein. Schmeckt zu doll nach Lamm. Dieser Stallgeschmack. Wir gehen gleich zur Runde 2. Ich hoffe, wir kriegen keinen Unterschied. Aber das ist eine 1:0 für drüben. Habe ich mir 8,9 Punkte notiert. 9 fürs Hähnchen, 8,4 fürs Lamm. Aber mit dem Gesamtspiel, mit den perfekten Soßen, dieses Brot, alles on point. Auch mit dem Salat und so. Eine 8,9. Hier hätte ich ohne das Lamm tatsächlich durch die Pommes nur eine 8 gegeben. Weil das hat das Gesamtspiel komplett zerstört. Muss man sogar eine 5 geben. Das Lamm hat zu doll runtergezogen. Aber der Rest ist so schön noch in meinen Gedanken. Wir gehen in Runde 2, hauen hier direkt einen Adern auf den Grill. Ich habe eben fälschlicherweise Adana gesagt, hier ist natürlich das Lamm-Kebab. Aber am Ende des Tages ist es vergleichbar. Lamm-Hackspieß gegen Lamm-Hackspieß. Guckt euch den Teller an. Sieht prächtig aus.
haben eine neue Soße jetzt hier auch noch dabei. Die rote Soße hier. Auch stark. Tomatig, süß, scharf, chili-lassig, cremig nicht zu vergessen. Da wir uns eben beim anderen Teller schon darauf fixiert haben, die Beilagen zu bewerten, kommt jetzt hier zum Lammspieß. Schön kross. Ich muss hier barbarisch mit den Händen jetzt essen. Ganz harte, krosse Note, geil. Nein, hab's befürchtet, der Lammgeschmack kommt wieder durch. Zu stark, ich hab nichts gegen Lammgeschmack. Bitte seht das nicht falsch. Aber ist der unangenehme Lammgeschmack. Bewertung kriegt ihr auch drüben von mir. Wir gucken uns den anderen Hackspieß an. Ich bin erstmal gespannt, wie der performt, weil der ist so stark. Ich habe so viele Ananas gegessen. Der könnte echt nochmal richtig reinkicken. Von der Show haben wir schon mal einen ganz klaren Gewinner. Also das ist aber komplett kompromisslos. Aber egal, die Show zählt jetzt hier und kriegt jeder Gast, kriegt das. Ich schwöre es euch, jeder. Das ist ein Penner von der Straße, der hier hinkommt, eigentlich schnurren wollte. Und kriegt sein Brot dazu. Wenn man sich selber mal wieder am meisten feiert. Also wir haben hier jetzt nochmal den Vergleich. Komplett natürlich wieder zwei Welten hier. Wie man es kennt, man. Wie man es kennt beim Türken. Er sieht deutlich öfter als beim Syrer. Salat, alles habe ich vorhin schon gegessen. Ich muss eigentlich hier nur vom Adern noch abbeißen. Komplett andere Liga. Kriegen da eine Lieblichkeit rein. Ich weiß nicht wie. Ist so wie man es will. Man isst Lamm, aber nicht dieser Stallgeschmack. Allerdings, da muss ich einfach knallhart sagen, der ist versalzen. Nicht krass, aber ein bisschen. Ich kann mit Gewissheit sagen, dass es ein geiles Ding ist, aber ein bisschen zu viel Salz dran. Da werde ich ihn jetzt mit dem Joghurt essen. Und mit einem Lammgeschmack muss ich auch sagen, ist ja auch nicht perfekt. Also deutlich bessere Lammqualität in dem Sinne vom Geschmack schon gegessen. Der schmeckt auch nicht zu 100%, was das angeht. Ist aber deutlich stärker und ist völlig in Ordnung hier, um zur Bewertung zu kommen. Da einfach zu viel Salz drauf ist, ist das nur eine 6 für mich. Eine 6 von 10. Der sonst deutlich stärker. Auch wenn der Lammgeschmack nicht perfekt ist, aber trotzdem noch in Ordnung. Und diese Würze-Lieblichkeit ist schon sehr geil. Drüben aber hat er für mich komplett abgekackt. Da gibt es sogar nur eine 2 von 10. Lammgeschmack einfach zu doll. Ich gebe 2,5 von 10 da drüben. Das ist, denke ich, fair. Somit auch zweite Runde. Hier der Gewinner, Ufer. Also im Großen und Ganzen war der hier stark, der Laden. Der Adana hat einfach ein bisschen eingepieselt, aber er war stark, der Laden. Die Türkei, der Gewinner. Ich danke euch, Leute, fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Abo da, einen Kommentar und denkt bitte an den Daumen oben. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.